wenn der Maibaum wieder am Dorfplatz steht. Wenn der Maibaum wieder am Dorfplatz steht. Und sich alles um die Maden dreht. Und sich alles um die Maden dreht. Wenn sie ihre heißen Dirndln zeigen. Wenn sie ihre heißen Dirndln zeigen. Und wir Burschen uns die Augen rein. Und wir Burschen uns die Augen rein. Es ist der Maibaum, der Auriche, und er steht wieder dort, wo er hingehört, auf den Marktplatz. Damit dies überhaupt möglich wurde, haben die Auriche viel gespendet. Bei einer Straßensammlung kamen an einem Tag über 800 Euro zusammen. Viele 50 Cent und 1 Euro Stücke, 5 Euro Scheine, 20 Euro, aber auch mal 50 Euro waren dabei. Das hat die Auricher Altstadtgastronomen schon beeindruckt und natürlich auch motiviert. Wir stehen hier direkt dort, wo der Maibaum heute Abend hochgezogen werden kann, und wir haben noch einen Überraschungsgast. Da kommt er angeflitzt, Matthias Bickmann, heute im Auftrag der Auricher Stadtwerke. Der hat sich nämlich bei mir gemeldet und war ganz glücklich darüber, dass er uns noch ein bisschen unterstützen kann. Und ja, zwar, wir von den Stadtwerken haben ja das natürlich auch wahrgenommen. Wir sind in Aurich auch ja sehr verbunden und fanden die ganze Aktion richtig cool, dass jemand mal die Initiative ergreift und sagt so, wir machen das jetzt einfach mal. Und haben uns ganz, ganz kurzfristig entschieden, euch dann doch noch mal irgendwie ein bisschen zu unterstützen. Oh, das ist toll. Und ja, haben uns deswegen zur Überreichung eines kleineren Betrages durchgerungen. Dankeschön. Ja. Ich hoffe, du kannst... Hilft alles. Dankeschön vielmals. Und wir freuen uns sehr, dass das bei euch angekommen ist und dass ihr gerne uns ein bisschen helfen möchtet. Und in Zukunft reden wir einfach nochmal. Gerne. Okay, super. Danke. Arno. Dankeschön. Jo. Ja. Wir sehen uns in Aurich. Ja, noch ist es hier ziemlich leer auf dem Auricher Marktplatz, 12 Meter über normal Null. Hier kommen jetzt im Laufe der nächsten Stunden die Pagoden, die Bierwagen im Hintergrund sind schon da. Der Maibaum steht auch schon am Platz. Der wird ab 16 Uhr, wird er nachher geschmückt. Was du denn hier? Und jetzt kommt Arno, ich wollte den schönen Aufsager machen. Jetzt einfach so? Einfach so, ja. Ja. Aber, und hier freut man sich natürlich auch darüber, dass die Tradition wieder gewahrt wird hier auf dem Auricher Marktplatz. Und die Geschichte kennt man ja, das Maibaumklauen. Und was es damit auf sich hat, das erklärt Heinz-Werner Schnieders vom Heimatverein. In bestimmten Gegenden war der Maibaum das Zeichen von jungen Männern an junge Frauen, dass sie begehrt sind. Vor allen Dingen, es gibt also so Gegenden, in denen ein Maibäumchen oder ein Naturmaterialien geschmückter Strauß einer Angebeteten vor die Tür gebracht wurde. Meistens waren das dann Jungfrauen, also Frauen, die noch nicht verheiratet waren, denen man damit sozusagen zu Beginn der Saison seine Aufwartung machen wollte. Man hängte ja seine Angebeteten einen Strauß vor die Tür oder stellte einen Baum vor die Tür. Und es war eben nicht nur eine, der sie begehrte, es gab auch mehrere andere, die das machten. Daraus resultierte dann das Klauen des Maibaums sozusagen, ihm die Frau auszuspannen, wenn man das mal so übertragen sagen will. Das waren wahrscheinlich die Ursprünge dieser Tradition des Maibaums-Klauens. Den Auricher Maibaum zu klauen stellt allerdings erhebliche Anforderungen an die Diebe. Bis zum Sonnenaufgang war er bestens bewacht. Warte neu, bis später. So, campen auf dem Auricher Marktplatz, wie ist denn das so? Ja, wir haben es sehr gemütlich, also wir werden richtig gut versorgt. Wir haben jede Menge Decken bekommen und Essen und einen Heizstrahler und Licht und Bier, genau. Genau, und wir bewachen den Maibaum bis morgen früh um 5.58 Uhr, dann Sonnenaufgang, bis dahin darf der halt geklaut werden. Ja, wir machen das vom MTV aus, das ist der Jugendausschuss, und einige von uns sind früher gekommen und die sind jetzt schon wieder losgegangen, wir haben uns das ein bisschen eingeteilt und jetzt machen wir das bis zum Schluss. Ja, und es geht so, dass man halt eigentlich die Hand dran halten muss, dann kann er nicht geklaut werden und wir passen jetzt halt noch ein bisschen auf. Den kriegt doch keiner geklaut, ne? Nee, wir sitzen ja hier und passen auf. Sollte ihn... keiner vorbei. Wenn den jemand klauen sollte, dann müssen die den ja auch wegtragen, ne? Ja, ich glaube, das ist das erste Problem. Das schaffen die nicht. Ja, der ist ziemlich groß und ich glaube, so leicht kriegt man den hier auch nicht weg. 28 Meter. Ja.
Genau genommen war Aurichs Maibaum gleich dreifach gesichert. Die Wache selbst auszutricksen, wäre allein schon eine kaum lösbare Aufgabe. Falls es doch gelingen könnte, braucht es schon schweres Gerät, um das Bäumchen vom Platz zu kriegen. Wer das noch hätte hinkriegen können, stünde anschließend allerdings vor einer nicht mehr zu leistenden Herausforderung. Ohne die Genehmigung des Auricher Ordnungsamts geht hier nichts mehr. Schließlich handelt es sich um einen Schwertransport. Der braucht Polizeibegleitung und Diebesgut unter Polizeischutz abtransportieren zu wollen, wäre wohl ein ziemlich komplizierter Verwaltungsakt. Ich glaube, über den schwersten Punkt ist er schon weg.